Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal wieder ein 5 Games Video, dem Format, in dem ich euch wie immer 5 Switch Games zu einer bestimmten Thematik vorstellen will. Heute geht es um entspannte Spiele. Die Adventszeit hat ja gerade begonnen und da dachte ich, passt dieses Thema perfekt. Es ist kalt draußen, es wird früh dunkel und wenn man von der Arbeit oder der Schule nach Hause kommt, legt man sich mit einem heißen Getränk und einer Decke aufs Bett, zockt und genießt die Zeit. Dafür ist die Nintendo Switch ja perfekt. Damit wir jetzt aber nicht zu viel Zeit verschwenden und ihr gleich mit eurem neuen Cozy Game anfangen oder es noch auf euren Wunschzettel hinzufügen könnt, fangen wir jetzt direkt an. Und das erste Spiel ist natürlich, was könnte es anderes sein, Animal Crossing New Horizons. Ich frage mich zwar, wer dieses Game noch nicht hat, aber es darf auf der Liste einfach nicht fehlen. In dem Game zieht ihr auf eine einsame Insel und baut diese Schritt für Schritt auf. Wie gesagt, sehr kurz zusammengefasst, weil die meisten das Game eh schon haben werden. Wenn ihr das Game schon habt und kein Geld mehr für ein neues Cozy Game ausgeben wollt, dann könnt ihr doch einfach mal wieder darin zurückkehren und mal gucken, wie eure Insel denn jetzt aussieht. Nur ein kleiner Tipp von mir. Als nächstes Spiel möchte ich euch Cozy Grove vorstellen. Der Name lässt schon verlauten, dass das Spiel zum Entspannen einlädt. In dem Simulationsspiel kämpft man auf einer sich immer wandelnden Spukinsel. Du gehörst zu den Geistfindern und streifst jeden Tag durch den Wald der Insel, wo du neue versteckte Geheimnisse findest und den Geistern der Region zur letzten Ruhe verhilfst. Mit etwas Zeit und viel handwerklicher Betätigung werden wieder Farbe und Frohsinn in Heimheim Einzug halten. Neben den Geistern helfen kannst du auch Tiere sammeln, Dekos herstellen und fischen gehen. Besonders schön sind die handgezeichneten Landschaften, die aufblühen, wenn du einem Geist hilfst und die unvergesslichen Charaktere, die du treffen wirst. Das Spiel ist ähnlich wie Animal Crossing in Echtzeit gebunden und du kannst da täglich nicht unendlich weit kommen. Das Spiel bietet täglichen Content für ca. eine Stunde, dafür wirst du es aber auch sehr lange spielen können, denn es wird jeden Tag was Neues für dich zu entdecken geben. Sehr beliebt und immer wieder in den eShop-Trends ist auch das Spiel Unpacking. Und ja, in diesem Spiel geht es einfach nur darum, Dinge auszupacken. Ich lese mal kurz vor, wie der Entwickler sein Spiel beschreibt. Unpacking ist ein entspannendes Spiel über das vertraute Erlebnis, seine Besitztümer aus seinem Karton zu holen und einen Platz in einem neuen Zuhause für sie zu finden. Das Spiel bietet eine Mischung aus Bausteinpuzzle und Heimdekoration und lädt dich dazu ein, es dir gemütlich zu machen und dabei etwas über das Leben zu erfahren, das du hier auspackst. Im Laufe von 8 Umzügen lernst du eine Figur kennen, die du nie zu sehen bekommst und deren Geschichte nicht erzählt wird. Ich weiß zwar nicht, was, aber irgendwas muss an dem Spiel so satisfying sein. Naja, vielleicht hole ich mir das Game ja irgendwann mal im Sale. Bevor man es sich kauft, sollte man aber wissen, dass das Spiel recht kurz ist. Ich habe zwar noch 2 entspannte Spiele für euch, aber trotzdem würde es mich jetzt schon mal freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt, um nichts mehr zu verpassen. Danke schon mal im Voraus und jetzt geht's weiter mit meinen letzten Empfehlungen. Besuche mit Alba im gleichnamigen Spiel Alba A Wildlife Adventure ihr Großeltern auf einer mediterranen Insel. Sie freut sich, einen friedlichen Sommer voller Erkundungstouren auf der Insel verbringen zu dürfen. Doch als sie ein Tier in Gefahr sieht, wird ihr klar, dass sie etwas unternehmen muss. Die Insel ist ein wahrhaft mediterranes Paradies, abgesehen von dem ganzen Müll. Von den idyllischen Stränden bis zu den uralten Burgen über der Stadt wartet eine ganze Insel darauf, erkundet zu werden. Mit Ines und Albas Großvater, einem riesigen Vogelliebhaber, an deiner Seite, kannst du die Insel retten. Das Game bietet ebenfalls eine handgezeichnete Grafik und lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Ihr müsst viele Leute auf der Insel zusammentrommeln, um die Insel vom Müll zu befreien und zudem gibt es viele Tiere zu entdecken, die fotografiert werden müssen. Meine letzte Empfehlung ist erst vor kurzem für Nintendo Switch erschienen. In dem Game Beer and Breakfast und nein, Beer und nicht Beer, spielt ihr einen gutmütigen Bären, der versucht im Wald ein Bed and Breakfast zu eröffnen. Ganz schön viele Bs bei diesem Game, aber naja. Hank, wie der Bär heißt, und seine Freunde finden eine verlassene Hütte und verwandeln sie mit Hilfe ihres jugendlichen Einfallsreichtums in ein profitables Bed and Breakfast Projekt für ahnungslose Touristen. Mit der Expansion deines Unternehmens kommen auch immer neue Geheimnisse des Waldes ans Tageslicht und Hank ist schon bald dabei, eine Verschwörung aufzudecken, warum die Menschen den Wald vor einiger Zeit verlassen haben. In diesem Spiel gestaltet ihr Häuser, kümmert euch um eure Gäste und haltet sie bei Laune. Zudem gibt es einige Nebenaufgaben und Handlungsstränge, wenn ihr sie löst, schaltet ihr einige neue Dinge für euer Bed and Breakfast frei. Ihr müsst natürlich auch Ressourcen sammeln, um alles renovieren zu können. Das Spiel ist der perfekte Mix aus einer kleinen Story, Erkundung des Waldes und kreativer Gestaltung. Deshalb meine absolute Empfehlung für diesen Winter. Zumindest, wenn ihr ein Cozy Game sucht.
Ach, ein Game habe ich glatt noch vergessen und frag mich jetzt bitte nicht, ob das Format mit den 5 Games jetzt überhaupt noch einen Sinn macht, okay? Aber Stardew Valley ist doch eh so ähnlich wie Animal Crossing. Es hat halt bloß Pixelgrafik und dreimal so viel Content. Also wie gesagt, holt euch Stardew Valley, wenn ihr ein Spiel ähnlich wie Animal Crossing haben wollt und was auch noch gut Content hat. Und jetzt sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch ein Game, was ich heute vorgestellt habe, holen werdet oder ob ihr vielleicht sogar schon ein Game davon habt. Dankeschön, bis dahin, ciao.